Willkommen bei Bildner TV. Microsoft OneNote bietet mir die Möglichkeit, meine Notizen so frei zu gestalten, wie ich nur möchte. Dazu gehört auch die Möglichkeit, Online-Objekte in OneNote mit einzubetten. Ich zeige euch heute, wie ihr Online-Bilder und Online-Videos, wie zum Beispiel von YouTube, ganz leicht in eure OneNote-Notizen einbinden könnt. Also bleibt dran! Hallo und willkommen, ich bin der Andi und ihr seid bei Bildner TV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Ja, in diesem Video schauen wir uns heute mal wieder OneNote etwas näher an. Und zwar bei OneNote kann ich ja meine Notizen so gestalten, wie immer ich möchte. Und dazu gehört eben auch das Einbinden von vielen, vielen Online-Objekten. So, zum Beispiel Bilder oder eben auch Videos von YouTube und Co. Das geht eigentlich ganz einfach. Ihr habt das Ganze natürlich wie immer auch in unserem dazugehörigen Buch beschrieben. Das seht ihr hier. OneNote, Teams und mehr smarte Tools für den vernetzten Alltag mit OneDrive. Ihr findet das Buch wie immer verlinkt unten unter dem Video und ihr könnt auch auf www.bildnerverlag.de gehen und euch dort anschauen und natürlich auch bestellen. Ja, ich gehe auch gleich mal in OneNote hinein. Ich benutze, wie in jedem unserer Videos, die Version OneNote aus dem Office, also OneNote 2016 oder wie es ganz neu heißt, einfach nur OneNote. Da findet ihr unter dem Punkt Einfügen mehrere Möglichkeiten. Und zwar hier habt ihr einmal Online-Bilder und Online-Video. Ja, und wenn ihr jetzt ein interessantes Video zum Beispiel auf YouTube gefunden habt, dann könnt ihr euch das natürlich auch in euren Notizen merken. Ihr braucht einfach nur den Link dazu. Das heißt, ihr öffnet am besten das YouTube-Video. Ich suche mir jetzt gleich mal eins. Und zwar, ich suche mir natürlich gleich mal eins von uns. So. Mein eigenes zu nehmen wäre jetzt ein bisschen vermessen, deswegen nehme ich mir mal eins von Thomas. So, jetzt habe ich hier ein YouTube-Video und zwar Windows 10, so designst du deinen Desktop nach deinen Wünschen. Und das Einzige, was ihr tun müsst, ihr kopiert euch hier oben die Adresse heraus. Einfach in die Adresse klicken und dann Rechtsklick kopieren oder Steuerung C. Und dann wechselt ihr in euer OneNote und ihr geht dort auf Einfügen und Online-Video. Ja, und jetzt braucht ihr nur die Videoadresse hier anzugeben. Und da ich sie mir gerade eben kopiert habe, brauche ich jetzt hier nur noch Steuerung und V für Einfügen oder rechte Maustaste einfügen und habe hier die komplette Adresse reinkopiert. Nur noch mit OK bestätigen und das war's. Ja, und wenn ihr jetzt sagt, ich hätte mir auch einfach nur den Link hier als Text reinkopieren können, ja, das ist möglich, aber dann hättet ihr halt nur den Link dastehen gehabt. Und so seht ihr jetzt hier bei mir, habe ich gleich das komplette Video und ich kann es mir hier in OneNote auch sofort anschauen. Also ihr seht, ich kann das hier frei im OneNote positionieren, wie ich möchte. Und ich brauche hier nur draufklicken. Ja, und ihr seht, das Video spielt jetzt hier auch ab. Und ich kann auch die meisten Funktionen von YouTube nutzen, wie hier Pause oder die Lautstärkeregelung. Nur Vollbildschirm, der funktioniert hier nicht. Aber dafür könnt ihr das Video auch hier im OneNote größer ziehen. Dazu geht ihr einfach wie auch bei anderen Objekten einfach an einen dieser Eckpunkte, dieser Anfasspunkte. Und mit gedrückter linker Maustaste könnt ihr das Ganze jetzt größer ziehen. So. Und jetzt kann ich das Ganze auch natürlich größer wiedergeben. Also ihr seht, der Vorteil bei dieser Variante ist, ich habe nicht nur einen Link hinterlegt, sondern ich habe sofort das Video hier griffbereit. Natürlich, wenn ihr keine Internetverbindung habt, dann spielt natürlich auch das Video nicht ab. Also das Video ist nicht gespeichert, sondern auch hier, das ist nur aus dem Internet eingebettet. Also ich brauche eine aktive Internetverbindung, damit es auch abspielt. Das funktioniert übrigens nicht nur mit YouTube, sondern auch noch mit vielen, vielen anderen Anbietern. Eine Liste findet ihr, wenn ihr auf Einfügen Online-Video geht.
Dann habt ihr hier unten noch unterstützte Videodateien anzeigen. Da kommt ihr auf mehrere Webseiten, wo euch das Microsoft auf den Microsoft-Seiten genauer erklärt. Und ich habe das Ganze hier auch schon mal geöffnet. So, ich stoppe hier mal das Video. Und zwar das Einbetten von Inhalten in OneNote. Und hier seht ihr, was Microsoft OneNote alles einbetten kann. Also Adobe Spark oder nehmen wir mal, was sind noch bekanntere, zum Beispiel Vimeo oder Spotify, Sketchfab. Ja, da sind schon, denke ich, einige bekanntere dabei. Ja, das könnt ihr alles entsprechend mit einbinden. Also nicht nur YouTube. Ja, und bevor ich euch jetzt noch die zweite Variante zeige, wie wir ganz leicht Bilder aus dem Internet einbinden können, noch ein Hinweis zu unserem Gewinnspiel. Wenn ihr schon einige unserer Videos gesehen habt, dann kennt ihr das ja. Ihr müsst einfach nur einen Kommentar unter einem unserer Videos hinterlassen. Und unter allen, die einen Kommentar hinterlassen haben, verlosen wir einmal wöchentlich ein Buch aus unserem Bildner Verlagsprogramm zu eurer freien Auswahl. Also, wenn ihr vielleicht Interesse an unserem OneNote-Buch habt, müsst ihr es euch vielleicht nicht mal kaufen, sondern mit etwas Glück könnt ihr es auch gewinnen. Also, Kommentar da lassen und vielleicht habt ihr ja Glück. Ja, auch sonst freue ich mich natürlich über jegliche Art von Kommentaren. Auch wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich versuche, möglichst auf alle zu antworten und euch auch da Hilfestellungen zu geben. Und vielleicht habt ihr auch die ein oder andere Idee für ein gutes Video. Die greife ich natürlich gerne auf. Ja, und jetzt noch zu den Online-Bildern. Auch das funktioniert über den Punkt Einfügen. Und neben Online-Video, links daneben, habt ihr den Punkt Online-Bilder. Einfach draufklicken. Und das kennen sicherlich schon einige in der Art auch aus anderen Microsoft Office-Programmen, aus Word, Excel, da ist es ähnlich aufgebaut. Hier könnt ihr auch Online-Bilder suchen. Ihr habt hier schon einige Kategorien. Da könnt ihr zum Beispiel auf eine Kategorie draufklicken. Wenn ich jetzt zum Beispiel ja, Hunde möchte, dann klicke ich hier auf Hund und dann werden mir die entsprechenden Bilder zu Hunden angezeigt. Hier oben könnt ihr auch jederzeit zurückblättern. Die Suche, die ihr hier benutzt, entspricht der Bildersuche der Microsoft-Suchengine Bing. Also wenn ihr auf Bing nach Bildern sucht, werdet ihr da dieselben Inhalte bekommen. Ja, und ich kann hier eben auch selber suchen. Zum Beispiel suche ich jetzt mal nach unserem schönen Passau. Dann findet ihr hier Bilder zu Passau. Was ganz wichtig ist, ihr könnt hier einen kleinen, ihr habt hier ein kleines Häkchen, das ihr aktivieren könnt. Standardmäßig sollte das aktiviert sein. Da steht nur Creative Commons. Das bedeutet, er zeigt euch jetzt nur Bilder an, die im Internet unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht wurden. Das heißt, die könnt ihr eingeschränkt, also auch nicht vollständig, aber die könnt ihr bei euch jetzt hier in OneNote relativ gefahrlos verwenden im Hinblick auf Copyright-Verletzung. Denn wenn die unter der Creative Commons Lizenz eingestellt wurden, dann wird da die Verwendung gestattet in einem gewissen Umfang. Ihr könnt es auch deaktivieren, dann werden euch alle Bilder angezeigt, die ihr zum Thema Passau findet. Aber Vorsicht, wenn ihr die verwendet, für euch privat, wenn es nicht an die Öffentlichkeit, da mag das weniger interessieren, aber wenn ihr das zum Beispiel in der Firma verwendet, eure Notizbücher auch teilt, dann die Daten, die da drinnen sind, vielleicht auch für andere Sachen verwendet werden, dann seid da sehr, sehr vorsichtig, denn damit ihr keine Copyright-Verletzungen begeht. Also, um sicher zu gehen, lasst diese Creative Commons hier aktiviert. Ja, ihr könnt dann hier auch noch filtern. Da habt ihr ein paar Möglichkeiten, zum Beispiel, dass ihr Bilder sucht, die nur eine sehr große Größe haben. Also wenn ihr die zum Beispiel später mal fürs Ausdrucken braucht, dann kann man mit kleinen oder mittleren Bildern nicht so viel anfangen. Oder ihr sucht bestimmte Typen, wie zum Beispiel Cliparts oder Fotos oder Strichzeichnungen. Oder auch vom Layout her, dass ihr zum Beispiel nur ein quadratisches Bild sucht oder eben ein breites oder ein hochkantiges Bild. Ja. Das sind noch Einschränkungen, die ihr treffen könnt. Ich nehme jetzt hier mal zum Beispiel quadratisch. Dann seht ihr, wird jetzt gleich eingeschränkt und man sieht nur ja, mehr oder minder quadratische Bilder.
Ja, und wenn ihr dann eins einfügen wollt, ich nehme jetzt hier gleich mal das Passauer Wappen, dann braucht ihr es einfach nur anzuklicken und rechts unten auf Einfügen. Ja, und schon seht ihr, habt ihr das in OneNote eingefügt. Ihr könnt es, wie bisher auch bekannt, entsprechend verschieben und ihr könnt auch die Größe entsprechend anpassen. Ja, ihr habt gesehen, das Einbinden von Videos und Bildern aus dem Internet ist ganz einfach. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt es mir in die Kommentare und vergesst nicht, uns zu abonnieren, dann verpasst ihr keins unserer Videos. Dann bis zum nächsten Mal auf Bildner TV. Ciao!